Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Tomb Raider The Resurrection hier im Level Ambush. In der letzten Folge haben wir festgestellt, hey, die zwei Schlüssel reichen nicht, wir brauchen noch einen dritten. Geil, was? Ja, wir haben zwei eingefügt, brauchen noch einen dritten. Ja, wo auch immer der reinkommt, ist ja auch wurscht. Wir sind immer noch hier auf diesem Schiff, haben den Ankh und suchen nun den Weg in die Tauchkabine, um... tauchen zu können, denn wir müssen das Objekt selber finden, nämlich den Zepter von Anubis. Den hat dieses Team hier noch nicht bergen können. Und jetzt stellt sich bei mir die Frage, wo ist der letzte Schlüssel? Das Level ist für mich jetzt schon ein bisschen her. Deswegen weiß ich nicht, wo haben wir geguckt, wo noch nicht. Da ist noch ein Knopf. Haben wir die Tür denn schon aufgemacht? Haben wir. Da drin befindet sich nur eine weitere schäbige Kabine. Da unten ist schon wieder irgendwas zum Durchklettern. Ist das etwas, wo man erst irgendwas öffnen muss oder können wir da rein? Wir speichern zum ersten Mal. Und ich würde gerne weiter nach vorne gucken. Ist hier der letzte Schlüssel drin? Ich sehe nicht leider nicht so viel. Oh, Fackel. Das müssen wir wahrscheinlich erst ausschalten. Oder wir können hier durchklettern? Nee, das ist wieder sowas Gemeines. Man tut so, als wenn man da durchkriechen kann, aber man kann es nicht. Lara, Vorsicht. Lara! Oh Gott, ich speichere. Lade lieber. Okay, ich nehme mal an, wir müssen den irgendwie ausschalten. Jetzt ist natürlich die Frage, wo versteckt sich denn der nötige Hebel? Ist in diesem Raum hier noch etwas? Oder waren hier nur... Nee, das ist einfach nur... Schlüssel. Befindet sich hier noch etwas? Hier ist nur wieder so ein halbtoter Bub. Oder Toter. Hier ist nichts drin. Deswegen habe ich mich immer... Ich glaube, ich hatte in der letzten Folge schon gesagt, hier ist doch bestimmt irgendwas, oder? Keine Kiste. Kein versteckter Gang. Ah, M16-Munition. Die haben wir ja mittlerweile. Deswegen sehr schöne Sache. Aber sonst scheint hier nichts zu sein. Wir müssen zurück. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist denn noch eventuell ein Bereich, wo wir noch nicht drin waren? Was macht das Ding nochmal? Ich hab's vergessen. Lara, bitte nochmal drehen. Hat sie schon, okay. Ja, Freunde. Es hat, denke ich mal, was zu tun mit dem, mit diesem Windrad da, mit dieser Turbine, was man nicht drücken konnte. Wo man nicht durch konnte, weil es, sich dreht und wir dadurch zerfleischt werden. Da hinten war die Armory. Der Raum hier, hier war auch, was war denn hier nochmal? Ach so, hier war der Durchgang, der keiner wirklich ist. Shit, jetzt ist die Frage, was suchen wir denn? Kann man das hier verschieben? Kann man nicht. Okay, wenn ich jetzt überlege, draußen, da haben wir alles abgeklappert. Hier geht es nur zurück. Wir haben kein Item. Oh, schwierig. Wo? Ja, ich bin mir, wie gesagt, ziemlich sicher, dass der Schlüssel... Dass der, der Schlüssel ist wahrscheinlich hinter dieser komischen Turbine. Hier unten, das ist bestimmt auch eine Klappe. Da bin ich schon in einer der letzten Folgen darauf eingegangen. Das war einer dieser Zeiträtsel. Aber ja, wo geht's denn jetzt hin? Puh, Freunde. Wir haben kein Item, richtig? Ja, wir haben nichts, was uns in diesem Level hier weiterhilft. Was war denn da unten nochmal? Da unten war nur ein kleiner Schalter, glaube ich. Okay, ich gehe nochmal zurück in den Raum mit den Türen, mit den Schlüssellöchern und guck mal, ob ich da irgendwie was finde. Das ist natürlich jetzt blöd, dass ich jetzt hier quasi weitermache. Eine längere Zeit, nachdem ich das zuletzt gespielt habe. Dadurch weiß ich nicht mehr allzu viel. Was ist da unten? Was ist da unten für eine Leiter? Das haben wir schon gedrückt. Was macht denn der nochmal? Nur damit ich... Geht nicht mehr, okay. Dann tut's mir leid, wir müssen wieder hoch. Wir laden doch einfach am besten, oder? Nehmen wir mal eins zurück. Ja, hier. Hier haben wir das Level gestartet. Beziehungsweise die heutige Folge. Und es muss doch hier irgendetwas geben. Hier, kann man diese Kiste verschieben? Die sieht doch verschiebbar aus. Jawohl! Ja, ob hier jetzt ein Schlüssel ist, das wäre recht leicht. Aber mir fällt nicht viel ein, um ehrlich zu sein.
Was, das gar nichts? Moment, wollen die Kiste dann irgendwo drauf haben? Man kann nicht einfach so irgendetwas verschieben. Das muss einen Sinn haben. Aber ich sehe auch, um ehrlich zu sein, keine wirkliche Plattform oder sonst irgendwas. Ja, die konnten wir verschieben, das weiß ich. Moment. Konnten wir die? Haben wir das gemacht? Schieb sie mal zurück. Was ist dahinter? Sag bloß, hast du noch ein viertes Schlüsselloch. Das wäre ein bisschen übertrieben. So. Nein, Lara, du musst nach rechts, nicht nach oben. Ein Knopf vielleicht. Was, eine Tür? Freunde, hier ist eine Tür, aber das ist wahrscheinlich, wenn wir die drei Schlüssel eingesetzt haben. Ja, verstehe ich. Was ich nicht verstehe, verdammt nochmal. Mir ist auf jeden Fall nichts in Erinnerung geblieben, wo ich sagen kann, hey, hier, bababa, mach das noch oder mach das noch. Aber warum kann man das verschieben, wenn es einem nichts bringt? Ich meine, worauf soll ich das schieben? Auf wen soll ich denn das Ganze hier schieben? Meine Misere. Wie gesagt, das kann man nicht einfach so... Sehr gut, Lara. Keine Ahnung. Wir gucken nochmal hier raus. Was ist denn mit dieser Tür hier eigentlich? Ach, da hinten sind Leichen. Das heißt, da hinten waren wir quasi schon. Tja, Freunde, wo ist der letzte Schlüssel? Es kann natürlich auch sein, dass wir hier irgendwie im Verlaufe... Ja, da unten ist noch was an. Ich würde doch mal tippen, dass man irgendwas hier ausschalten muss. Einen Knopf drücken muss. Ja, der macht hier nur die Tür jeweils auf. Toll. Bringt demnach logischerweise nichts. Was ist denn da oben? Da ist nur eine Luke, die nach unten guckt, aber würde uns wahrscheinlich auch nicht helfen. Tja. Die Kiste irgendwo hinschieben. Wohin? Ist hier hinten irgendetwas? Nee, sie kann da zwar kriechen, aber da ist keinerlei... Shit! Das gibt's doch gar nicht! Das ist doch blöd. Ein dritter Schlüssel. Dann gehen wir hier doch nochmal raus. Ich... Keine Ahnung, Freunde. Ich weiß es nicht. Was haben wir denn hiermit nochmal gemacht? Haben wir das überhaupt gedreht? Hier war nur dieser Hebel. Was macht der nochmal? Achso, der lässt sich nicht mehrmals betätigen. Okay, können wir das hier links verschieben? Das sieht aber nicht nach was Verschiebbarem aus. Nee, hätte mich auch gewundert. Dahinter war nichts, das weiß ich. Ich hoffe es. Kann ich den Feuerlöscher kaputt schießen? Nee, nur anschießen. Da drüben war die Armory, glaube ich. Und nochmal einen Weg nach draußen. Ich denke mal, wir gehen nochmal raus. Wir gehen nochmal in die obere Ebene rein. Aber, wie gesagt, ich habe nichts im Kopf, was helfen könnte. Vielleicht kommt ja irgendwo hier ein Gegner uns entgegen, dann würden wir wissen, aha, da ist irgendwo was. Da waren wir ja auch schon mal drin. Da war aber auch nur ein Knopf, soweit ich weiß. Ja, hier wieder so ein umlegbarer Schalter. Da unten war, stimmt, das schlecht versteckte Secret. Und sonst ist hier nichts. Dann machen wir doch mal Folgendes. Die eine zeitgesteuerte Klappe. Wenn es denn der Ort ist, aber es sieht für mich danach aus, deswegen... Das war nicht hier oben oder das war eine Etage drunter. Wir gehen trotzdem mal hier rein. Hier ist nur wieder sowas und da ist auch nichts. Alles klar. Hat einer der Burschen sowas fallen gelassen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist mehr so ein Item, was irgendwo rumliegt. So, wir gehen jetzt mal eine Etage runter. Kann ich hier runterspringen oder ist es der Tod? Nö, das geht. So. Sehr schön. Einmal drehen, bitte. Und jetzt gucken wir doch mal, ob dieses Zeiträtsel wirklich wo diese Luke ist, die ich in Verdacht habe. Schauen wir mal. Umgelegt. Hier. Was? Ach, das ist dafür! Freunde!
Es wurde uns gezeigt. Dafür ist das Ganze. Und es hat sich eine Klappe geöffnet. Okay, das ist doch bestimmt zeitgestört, oder? Es hat sich eine Klappe geöffnet, aber wo? Wir gehen jetzt mal hier schnell runter. Ah, dafür ist die Tür. Das war die Tür links. Also links vom Raum, wo der Ventilator da drin war. Jetzt muss ich da allerdings erstmal hinfinden. Das ist eine leichte Aufgabe. Ich glaube, wir sind schon sogar total richtig. Ja, wir sind richtig. Schneller, Lara. Noch schneller. Schnell! Schnell! Ich dachte, das wäre was ganz anderes. Schnell, Lara. Komm, komm, komm. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Das ist genau das, was wir gesucht haben. Da hinten im Eck. Schneller! Run! Yes! Wir sind drin. Oh, da ist er. Aha. Was? Wer denn? Wer ist denn da? Wer ist denn da? Hallo? Das war, glaube ich, einer mit einer Waffe, oder? Da hinten ist das Secret. Wie kommen wir denn da hin? Egal, wir gucken jetzt erstmal hier rein. Hallo? Warum rennt denn der weg? Hallo, du hast auch eine Waffe. Du brauchst nicht wegrennen. Was macht er denn? Hä? Ja, schieß erstmal gegen die Wand. Okay, Freunde, wir haben den letzten Schlüssel. Perfekt. Was ich mich jetzt frage, wo kommt man denn an das Secret dran? Hinter dem Ventilator. Ja, aber wie kriegt man den Ventilator denn aus? Ist er vielleicht jetzt durch das Drücken des Knopfes aufgegangen? Ich meine... Hat er sich... Nee, der bewegt sich immer noch. Egal, Freunde, wir haben den dritten Cabin Key und ich bin sehr begeistert. Und ich weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt machen soll. Jetzt gucken wir erstmal, in welchen der Dinger wir ihn einfügen müssen. Hier rein, perfekt, wir stehen genau richtig. Und jetzt wird sich rechts die Tür wahrscheinlich öffnen. Oh Gott, das könnte es schon gewesen sein für das Level übrigens. Weil wir ja gleich tauchen müssen. Oh, das ist doch ein interessanter Gang. Schrotflinte bitte. Da unten ist ein U-Boot. Ah, und da ist der Hebel. Was passiert jetzt? Okay, zwei Hebel, weil auch einer nicht reicht. Hinein! Wir haben es geschafft! Ambush ist geschafft! Wir haben den dritten Cabin Key gefunden. Und nun müssen wir tauchen. Ich bin sehr gespannt, wie das aussieht. Ich schätze mal, eine Cutscene wird uns nun wieder in Empfang nehmen. Nein! Oh Gottes Willen! Wir starten direkt unter Wasser. Ich bin froh, bei diesen ganzen Cutscenes, da muss ich immer alles zurechtschneiden. Wir sind anscheinend schon in dem jeweiligen Boot, wo wir den Zepter holen. Wir sind im Level übrigens Karin Vatis. Ich nehme mal an, das ist der Name des Schiffes, sowas wie Wrack der Maria Doria. Und diese Hintergrundmusik habe ich noch nie gehört. Sie ist auch sehr leise. Okay, Freunde, was erwartet uns hier? Sind hier menschliche Gegner, oder? Erstmal Wasser. Okay, Freunde, die Unterwasser- oder allgemein die Wasserlevel, bin ich eigentlich kein Freund von. Oh Gott, es ist hier verwirrend. Holen wir uns erstmal... Ah, Leute, das sieht nach einem Raum aus, wo wir das Wasser rauslassen. Denn, da sind sehr viele Kisten, die man wohl verschieben kann. Ah, da oben ist ein Hebel. Das ist sehr eklig. Jetzt hoffen wir mal, dass sich eine Tür öffnet hier. Ich mag es nicht, so lange unter Wasser zu sein. Doch, die ist offen. Sehr gut. Schnell rein, Lara. Wie gesagt, storytechnisch, wir suchen hier den Zepter von Anubis. Das Zepter. Oh je, Freunde, das sieht nach sehr viel Getauche und so weiter aus. Aber da habe ich schon eine Leiter gesehen. Das heißt, wir werden hier das Wasser rauslassen. Wo geht's denn da jetzt lang? Ich möchte immer und oft speichern, denn ich traue dem Ganzen nicht. Gegner? Schlüssel?
Okay, Freunde, ein bisschen duster hier drin, muss ich zugeben. Nee, Lara, du sollst das Ganze schieben. Kannst du nicht? Warum nicht? Okay, dann kannst du es nicht. Gut, wir brauchen einen Schlüssel. Wir merken uns mal sämtliche Schlüssellöcher. Was ist denn hier unten? Boah, Freunde, es gibt so viele Abzweigungen und so viel mehr Türen. Okay. Es gefällt mir irgendwie nicht so. Ja, sorry für diese kurze Stille, aber es ist schon ein bisschen unheimlich. Ich meine, so ein Schiff, hier war schon lang niemand mehr. Was heißt, hier war niemand mehr? Es ist untergegangen, verdammt. Es wirkt so, als wenn wir diese Kiste in so einem kleinen Kistenschiebenrätsel verschieben müssen. Hier drauf. Ah, damit wir zu dem Hebel kommen. Genau das machen wir auch jetzt. Ich gehe mir erst den für mich offensichtlichen Weg und dann schauen wir weiter. Okay, Freunde, es ist ein bisschen duster. Ich tippe mal, dass hier uns Gegner empfangen werden. Also ein Level ohne Gegner wäre eh Quatsch. Vor allem, wenn es ein Tomb Raider 2-Stil ist, da kommen ja eh mal Tausende von Gegnern gefühlt. So, kannst gleich weiterschieben, Lara. Ich glaube, nochmal muss ich mich umdrehen, oder? Ja. Auf die andere Seite. Oh, ja gut, dann kriege ich erstmal. Mach bitte deinen Runterfallsprung. Yippie! Gut, dass es den gibt. Ja, wir suchen den. Wir suchen das Zepter von Anubis und danach können wir tatsächlich. Ja, weiß ich nicht, wohin es dann geht, tatsächlich. Ich meine, wir haben den Ankh. Das Zepter und das andere wurde uns ja, glaube ich, geklaut oder so. Und dann müssen wir vielleicht zu diesem einen Tempel, wo ja alles drei eingesetzt ist. Es wird auf jeden Fall sehr interessant und ich bin mal auch sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um dieses Level Karin Vates. Okay, die Klappe geht auf und eine andere ist zugegangen. So deute ich jetzt die Geräusche. Wie gesagt, die offensichtlichen Wege machen wir erstmal. Hä? Ach so, wir verschließen den Raum. Sehe ich das richtig oder macht das jetzt keinen Sinn? Nee, was haben wir denn jetzt davon? Irgendwie ja nichts. Wir gehen weiter. Es ist hier so verdammt dunkel. Ah, es ist hier oben eine verschlossene Tür. Es ist einfach total verwirrend, ey. Es gibt noch so viele. Oh Gott. Es gibt noch so viele Türen und. Oh, da hinten liegt ein Skelett. Das ist in keinem Spiel eine gute. Eine gute Sache. Jetzt gucken wir mal, warum dieses Skelett da liegt. Ich erwarte irgendwas. Hä? Okay, ich kann es nicht verschieben. Kann ich das Skelett verschieben? Geht sowas? Lara, beweg's doch mal weg. Okay, ich kann hier nichts machen. Ich kann diese Kiste nicht verschieben. Gibt's ja gar nicht. Okay, dann haben wir hier noch nichts verloren. Dann haben wir hier noch nichts verloren. Okay, da unten ist noch ein Gang. Wir gucken jetzt noch mal links von uns. Da ist Schrotflintmunition. Die liegt hier schon anscheinend eine ganze Weile. Weiß nicht, ob die noch so fresh ist. Ja, wir suchen einen Weg weiter. Und ich denke mal, wir müssen da hinten ein bisschen Tauchi-Tauchi machen. Okay, wir speichern mal. Ist ein merkwürdiges Level. Ich kann es noch nicht so einordnen. De facto müssen wir irgendwann das ganze Wasser abpumpen, absaugen. Mal gucken, ob uns das gelingt, beziehungsweise wann. Und wann kommt der erste Gegner? Die Pistolen sind gezückt. Es geht weit nach oben. So weit, dass nicht mehr normale Treppen da sind, sondern wir müssen klettern. Ach nee. Ah gut. Nicht umsonst geschwommen. Toll. Wir sind wieder in diesem Raum, Freunde. Das ist an sich ganz cool.
Da unten haben wir ja die Klappe zugemacht. Aber was bringt es, dass wir die Klappe hier zumachen? Einen Schlüssel haben wir nicht. Da unten können wir noch entlang kriechen, das habe ich gar nicht bemerkt. Oh Mann, es ist verwirrend. So, wie geht's denn da runter? Da können wir runter. Lara, mach bitte deinen komischen Sprung. Ach, dann halt nicht! Freunde, dieses Level ist ein sehr verwirrendes, zumindest auf den ersten Blick. Was? Ach so, hier kamen wir, glaube ich, her. Ja. Hier sind wir aber noch nicht durchgeschwommen, das weiß ich, das kann ich daran gar nicht erinnern. Hier können wir noch nichts machen, denn hier ist ein Hebel. Den kann man nur betätigen, wenn man. Hier ist auch ein Knopf. Das geht alles nur. Ja. Das geht alles nur, wenn hier kein Wasser mehr drin ist. Aber wie kriegen wir das Wasser raus? Braucht man da nicht irgendwelche aufwendigen Pumpanlagen? Weil ich meine, wir befinden uns in einem. Gehen wir mal darunter. Wir befinden uns doch in einem versunkenen Schiff, so würde ich das vermuten. Hä? Ach, da sind wir direkt durchgekommen am Anfang, ne? Alles klar. Aber ich gucke mich trotzdem nochmal hier um. Eine Tür. Nichts. Nichts. Da unten eine Kiste zum Verschieben. Das könnte der Rückweg sein, also wo wir hergekommen sind ganz am Anfang. Ja, das ist definitiv der Weg, wo wir hergekommen sind. Ja, genau. Das müsste er sein. Ja. Alles klar. Ja, wir müssen das Wasser rauspumpen und schauen wir mal. Wir müssen wieder zurück. Okay, wir suchen, denke ich, immer noch diesen Schlüssel. Wo gehe ich denn jetzt hin, ist die Frage. Da, der Bereich, wo wir die Klappe zugemacht haben bei der Leiter, können wir da noch rauf? Das ist das, was ich noch überprüfen möchte. Bevor wir noch weiter gucken. Es ist sehr verwirrend. Also es gibt mindestens 6 Türen, die noch offen sind. Ja. Was ist mit dir, Kiste? Kann man nicht verschieben, das wirkt nicht so. Hey, da liegt ja noch was. Fackeln, geil. Kann ich gebrauchen. Es ist Aha. tatsächlich sehr dunkel hier. Wie viel haben wir denn eigentlich insgesamt? 22, das ist nicht wenig, es ist aber auch nicht viel, aber ich brauche jetzt auch nicht immer eine Fackel. Ja, da war ein Rückweg, der uns aber eigentlich nichts gebracht hat, außer dass diese Klappe dazu war. Aber die Klappe da oben ist jetzt hier offen anscheinend. Aha. Da können wir hoch. Schön. So, was ist denn jetzt hier? Hier ist eine Leiter, okay. Da ist noch eine Tür. Ah, und da ist wieder was zum Verschieben. Moment mal. Das ist doch der Block mit dem. Das ist doch der Block mit dem Skelett, oder? Und ich kann ihn nicht nach hinten reinschieben. Dann ziehe ich ihn einmal her. Haben wir jetzt irgendwas freigeschaltet? Oder freigeschaufelt? Freigeschoben? Freigezogen? Wie auch immer. Jetzt müssen wir dahin, wo das Skelett war. Ich weiß, wo das ist. Ja, ungefähr. Da sind wir ja auch tatsächlich ungefähr. Das macht schon Sinn. Glaube ich, rein von der Lage des Levels her, Lage der Bereiche. Ja, wir gehen jetzt mal hin und gucken, weil diese Kiste, diese Form kommt mir eben bekannt vor. Ey, ich sag's euch gleich, kommen irgendwelche Hunde. Unter Wasser vor allen Dingen. Da liegt gar nichts. Was sag ich denn? Shit, wo war denn das jetzt? Ach, so, wir müssen wieder eine Etage runter, oder? Oh Gott. Leute, dieses Level, es verwirrt mich so sehr. Ich glaube, das werde ich in einem Stück spielen müssen, weil sonst wird es einfach zu verwirrend. Wir müssen jetzt wieder zurück in den unteren Raum, wo wir quasi die Leiter gerade hochgeklettert sind, da runter, aber die Klappen haben wir ja verschlossen und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Wir können nur noch durch die. Ja, jetzt sind wir schon hier. Passt alles. Alles gut. Und jetzt geradeaus. Da ist dieses Skelett. Lara, kannst du nicht normal laufen? So klein bist du doch nicht. Renn! Danke. Ja, tatsächlich.
Und jetzt? Soll ich es noch weiter reinschieben? Leute, ich verstehe nicht, was mir das bringt. Ich verstehe nicht, was es mir bringt. Also folgendes. Diese Kiste, die da steht, ja, ich zeige gerade auf, ihr seht es nicht. Da, wo ich draufstehe, da stand die Kiste. Die haben wir einmal zurückgezogen. Moment, muss ich sie jetzt ganz durchschieben? Vielleicht öffnet sich dann irgendwas, wir werden es ja hören. Jetzt schieben wir es noch einmal. Ja, da ist ja nichts passiert. Kann ich es dann nochmal schieben? Nee. Hä, ich verstehe es nicht. Ist hier irgendwas? Leute, ich begreife es nicht. Wir gehen jetzt nochmal zurück. Ich kapier's nicht. Ich kapier's nicht. Ich kapiere es leider nicht. Was soll denn das? Was wollen die denn mit dieser Kiste? Was bringt es mir, die denn da dauernd zu verschieben? Es hat ja keinen offensichtlichen Effekt, außer sie steht jetzt auf irgendeiner komischen Plattform. Wir gehen zurück. Wir werden ja sehen, ob sich da irgendwas getan hat oder beziehungsweise ob wir mit der Kiste dort noch weiter agieren können. Merkwürdig ist es definitiv. Ja, Leute, die Unterwasserlevel, auch in Tomb Raider 2 waren die eher, ja, schlecht waren sie nicht, aber es gehört jetzt nicht zu meinem Lieblingspart. Ja, ich habe Schaden verloren, Leben verloren, ich weiß. Ja, und jetzt ist die Kiste hier. Das ist ja genau der Witz. Die bringt mir überhaupt nichts da. Warte mal, kann ich noch einmal laden? Wo habe ich denn das letzte Mal? Was mache ich denn jetzt hier? Hier war ja, glaube ich, nichts, ne? Ja, hier kamen wir ja her. Verdammt, habe ich die Klappe da jetzt schon geschlossen? Ich glaube, oder? Weil dann können wir das Ganze nämlich nochmal versuchen, dass wir das wenigstens nur in die Mitte schieben, weil das sieht mir am richtigsten aus. Ja, das passt. Ich ziehe sie einmal her, sodass ich dann beim Skelett sie einmal verschieben könnte und jetzt hier dann nochmal verschieben könnte. Ich weiß nicht, was es mir bringt. Für die nächste Folge werde ich dann mal da kurz nachschauen, denn es ist extrem verwirrend. Ich blicke nichts hier. War auf dem Boden irgendwas? Nee, da war auch nichts. Okay, ich möchte mich dennoch noch mal kurz umschauen. Vielleicht ist hier noch irgendetwas. In diesem anfänglichen Unterwasserbereich könnte noch was sein. Irgendwie eine kleine Nische zum Durchschwimmen. Oh Gott. Ja, das war nicht so clever. Egal, wir speichern trotzdem hier mal. Ist hier noch irgendwas in den Ecken? Nein, okay. Da rechts haben wir diesen Shortcut gemacht, weil wir ja da eh nicht mehr runter können. Ah, die Fackel, die nehme ich noch mit. Die hatte ich in dem Spielstand wohl noch nicht. Passt. Da oben kann man nicht drauf. Da rechts kommen wir her. Hier oben ist nichts mehr. Und da ist rechts der Schlüssel. Das heißt, hier ist nichts mehr. Jetzt gehen wir nochmal kurz runter und unten werden wir dann auch die Folge beenden, beziehungsweise werden dann mal gucken, ob ich in der nächsten Folge etwas gefunden habe, beziehungsweise ich werde wohl den Walkthrough kurz durchblättern, denn ja, es scheint so, als wenn der Schlüssel irgendwo wäre. Ja, natürlich ist er irgendwo, aber mit diesem Skelett, da geht nichts. Lara mal wieder extrem schnell unterwegs.
Da oben war auch nichts. Jetzt gucken wir nochmal zum Skelett kurz rüber, ob da irgendetwas ist, womit wir interagieren können. Ich hätte mal eine Idee. Das ist aber sehr. Moment. Nee, geht nicht. Muss ich auf das Skelett draufschießen? Leute, da liegt der Schlüssel beim Skelett. Lara, wieso hast du denn nicht mehr den... Jetzt macht's es! Jetzt macht's es! Leute, wir haben den Schlüssel. Aber ich weiß nicht, warum sie vorher... Ich hab's vorher genauso versucht. Leute, das ist der Schlüssel. Aha. Bitte heiß Pumpraum oder sowas. Wooden Key. Naja. Gut, Leute. Wir haben den Wooden Key und in der nächsten Folge werden wir uns vor dem Schlüsselloch uns wiedersehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Bis dann, Freunde.